liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, ja, ich habe mal wieder das Vergnügen, euch auf ein Fremo-Treffen zu entführen. Diesmal ist es die Fremo-Jahrestagung in Rottgau. Das liegt in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben uns als Epoche 2-Gruppe dort das erste Mal auf einer Jahrestagung vorgestellt. Es war jetzt nicht so riesengroß, wie ich jetzt die vergangenen Jahrestagungen in Erinnerung habe. Ich war, muss ich sagen, ich war allerdings ewig nicht mehr. Und dort war also deutlich mehr Arrangements, also verschiedener Fremo-Gruppen. Und naja, wie das in so einem Verein üblich ist, muss man immer im Jahr eine Hauptversammlung machen. Und das haben wir dort eben. Das ist eben auch der Sinn einer Jahrestagung, dass man das dort abhandelt. Ja, und hier sehen wir, wir haben Beamer, Leinwand, also es war eine gemischte Zoom- und Präsenzveranstaltung, die also dann auch technisch etwas herausfordernd war. Ja, und dann haben wir dieses für meine Videos eher ungewohnte Bild. Wir haben jetzt eben hier eben mal nicht Epoche 2, sondern eine andere Epoche und das auch noch in dB. Ich sagte ja gerade, es sind bei solchen Jahrestagungen dann eben verschiedene Gruppen anwesend und wir werden uns dann im zweiten Teil dieses Videos dann hier mal die Epoche 3 dB anschauen. Zuerst gehen wir aber mal das Epoche 2 Arrangement ab. Wenn es hier immer mal ein bisschen flackert, ich sehe es gerade, die Halle war mit LED-Lampen beleuchtet, nicht alle, aber einzelne haben da geflackert und je nachdem in welche Ecke man geht, hat man das eben mehr oder weniger im Video. Aber zurück zur Anlage. Das ist sozusagen unser zentraler Bahnhof. Der ist in dieser Gruppe neu, heißt Kronwerk. Und wir folgen hier jetzt mal der Hauptbahn. Ja, wer jetzt den Eindruck hat, ja, einige Module kommen ja so ein bisschen bekannt vor aus den Videos. Ja, natürlich. Ne, sind ja also nicht immer die gleichen Leute, aber es sind eben viele Leute anwesend, die dann naja, ihre Module mitbringen. Deshalb gibt es hier in den Videos natürlich auch immer mal Wiederholungen, dass man bestimmte Module immer mal wieder sieht. Das ist hier Bildhausen, den haben wir auch schon in anderen Videos entsprechend gewürdigt mit seinen mechanischen Stellwerk, was also wirklich mechanisch ist. Also die, wenn man die Hebel umlegt, dann ist dann eine Mechanik, die dann weiches Signal oder was auch immer stellt. Ja, hier haben wir noch einen sehr ungeputzten Fluss. Aber auch an der Epoche 2 waren ja die Flüsse auch schon verschmutzt. Und dann haben wir hier einen Schattenbahnhof mit einer sehr sonderbaren, aber sehr tollen Konstruktion. Also statt hier eine Weichenstraße einzubauen, hat man diese beiden Stränge hier verschoben. Zurück in Kronwerk gehen wir jetzt nochmal die Nebenstrecke ab, also die Nebenbahn. Also auch schöne Module, das hier zum Beispiel schön in 3D. Ja, das ist ja mittlerweile bei uns ein bisschen zum Spruch geworden, ne, dass man Module baut, die möglichst eben auch die dritte Dimension ausnutzt und eben nicht irgendwas, weiß ich, so eine flache Konstruktion macht. Es sei denn, man stellt norddeutsche Landschaften dar, dann ist das natürlich alles in Ordnung. Hier Hasselbeck, da weiß ich nicht, vielleicht kleinste Bahnhof im Fremo, der ist also wirklich sehr, sehr niedlich. Ja, und hier bewegt sich eine T3, ich weiß jetzt nicht von welchem Hersteller, ich würde jetzt mal tippen, ist die von Trix. Mit dem Piffelzug schlechthin über die Module.
Ja, wir hatten mehrere T3s im Einsatz, allerdings hatten die nicht so das lange Leben. Also die sind dann so zur spätestens zur Hälfte des Treffens wurde es immer weniger und mussten dann irgendwann mal ersetzt werden, weil sie einfach nicht so lange durchgehalten haben. Also ob die jetzt verdreckt waren oder ob es da irgendein anderes Problem gab, das weiß ich nicht. Waren doch Fleischmann T3, also das ist jetzt kein Tricksproblem. Dann haben wir hier Bad Rönningen, der noch ein bisschen Gestaltung braucht, was jetzt die Landschaft angeht. Ansonsten ein schöner, kleiner, netter Endbahnhof. Und einen sächsischen vierte Klasse kleinen Seilwagen. Dann haben wir hier einen schönen Schnellzug im Schattenbahnhof. Das ist also der, den wir mitgebracht haben, der also noch nicht so einen richtig tollen Namen hat. Da müssen wir mal sehen, ob wir den vernünftigen Namen verpassen. Der schlesische Gebirgsbahner gerade im Bild, der auch hier diesen Schattenbahnhof mitgebracht hat. Tja, und dann haben wir hier diese Kurve und dann sind wir hier schon wieder in unserem Ausgangsbahnhof Kronwerk gelandet. Der hier auch eine schöne Holzverladung hat mit. Naja, es sind ein paar Details, die sind also noch Epoche 3. Aber das sind also nur hier die Werbeschriften, die jetzt hier auf dem Bahnsteig stehen, das eine oder andere. Das ist aber jetzt nicht so viel. Auch die Anzahl der Gleissperrsignale ist dann, habe ich mir sagen lassen, für einen Epoche 2 Bahnhof eher ungewöhnlich. Ja, schauen wir uns mal die Züge an, die da so durch die Gegend gefahren sind. Ein Kohleganzzug. Kohle ist ja der wichtigste Energieträger dieser Zeit und ist natürlich zum sehr großen Teil auf den Bahnstrecken spazieren gefahren worden. Vorn dran übrigens eine Baureihe 57, werden wir hier eine Baureihe 38, die preußische 38 sehen. Ja, mit Abteilwagen und zwei Postwagen hinten dran. Und hier haben wir über dieser wunderschönen Brücke, die wir auch schon gesehen haben, die am 3D-Druck entstanden ist, haben wir eine Baureihe 94 mit einem Güterzug. Das müsste ich erst mal kurz überlegen. Preußische Bezeichnung ist mir jetzt gerade nicht geläufig. Aber sie ist eine preußische Lok. Hier nochmal das Stellwerk in Bülthausen. Ich habe leider keine Sequenz, wo es jemand bedient. Aber das kennt er sicher aus früheren Videos von mir. Vor allem Obermarsberg gibt es, glaube ich, ein Video, wo ich, glaube ich, also in Bordewig. Aber stehe ich dann sogar selber mal, dann also habe ich mich selber filmen lassen, wie ich dann das bediene. Ja, bevor wir uns weiter Züge angucken, hier nochmal ein Blick in die Halle oder sozusagen eher in die Planung der Halle. Wir haben jetzt oben grün, das ist sozusagen das, was wir jetzt gerade sehen. Das ist die Epoche 2 und das Blaue ist dann ja, die Anlage der Epoche 3, die wir uns dann im zweiten Teil anschauen. Zurück zu den Zügen. Wir sind hier im Bahnhof Eichsfelden, den ich vorhin im Rundgang unterschlagen hatte. Und hier fährt gerade ein Personenzug aus, der hier den Verstärkungswagen dran hat. Das ist dieser sächsische vierte Klasse Wagen, den wir vorhin gesehen haben.
Dann haben wir hier einen Personenzug, der hier die Stückgutwagen zusätzlich noch verteilt, der allerdings auf der Hauptbahn unterwegs ist. Das ein Personenzug. Ja, man kann schon fast für einen Eilzug halten mit der Baureihe 38 vorn dran. Es war übrigens eine Baureihe 91, die jetzt eben dran war. Hier haben wir sie wieder. Wobei ich mir jetzt im Moment gar nicht so sicher bin. Ah, ist klar, Klasse 91. Und hier haben wir es dann nochmal im Bild. Und es steht auch 91 dran. Tja, die Rückleistung. Der Zug hat es mir anscheinend besonders angetan, dass ich hier so viele Aufnahmen von ihm gemacht habe. Aber war auch schön bunt zusammengesetzt mit sehr vielen unterschiedlichen Wagen. Eine 94 mit dem Güterzug. Und dann haben wir hier wieder die Baureihe 57. G10, hier weiß ich die preußische Bezeichnung. Ebenfalls mit einem Güterzug unterwegs. Da hat sich auch mal ein Länderbahnwagen darunter gemischt. War also im Vorbild, wir spielen ja 1928 natürlich nicht mehr der Fall. Also in der Beziehung hat man relativ schnell umgezeichnet und umgemalt. Das Ummalen musste man nicht viel, weil die haben ja, sind ja also auch schon vor dem Ersten Weltkrieg braun unterwegs gewesen, die Länderbahnwagen seit 1906, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Was wir hier sehen, ist übrigens ein Rangierfahrt, also hat hier sein Güterzugbegleitwagen noch hinten dran und fährt jetzt wieder rückwärts in den Bahnhof. Um dann wahrscheinlich seinen Zug wieder aufzunehmen. Na, der hier aus einem Wagen besteht im Moment, also mal gucken, ob hier noch was dazu kommt. Aha, da ist er. Das sind noch die beiden Kesselwagen, die wir vorhin gesehen haben. Ich kann jetzt auch nicht garantieren, dass die Aufnahmen hier alle in der richtigen Reihenfolge sind. Mir hat mein Schnittprogramm ist gut. Mein Schnittprogramm, das irgendwie alles ein bisschen durcheinander geworfen. Ich weiß auch nicht warum. Unser 38 ist wieder da mit dem Personenzug. Das fährt ja alles nach Fahrplan, das heißt also, wenn hier die Züge nicht ausgewechselt werden, fahren die also mehr oder weniger immer hin und her. Und das eben auch mehrfach in einem Fahrplan. Stellt dann die Bäume Chance und dann.
Und wir sehen auch hier anhand des Lokführers, dass also nicht bloß Aber da ist ja wieder Modellbahn das von Problem, alten dass der Herren Kontrolleur betrieben nicht wird, genau weiß, was der Kontrollbord ist. sondern auch von jüngeren. Die haben wir Bravos Baureihe 54, die haben wir dann irgendwann mal rausnehmen müssen, weil sie irgendwie ein bisschen heiß geworden war. Also da, wo der Decoder eingebaut ist, da wollte man nicht riskieren, dass hier der Sounddecoder dann Abflug macht. Das sind ja auch wieder 100 Euro, die dann verloren gehen. Was wir hier sehen, ist eine der vielen Baureihe 89, die ja alle ein bisschen unterschiedlich aussehen. Wir hatten ja vorhin schon die T3 genannt, weil unter dieser Baureihe sehr viele Länderbahn-Lokomotiven mit dreigekuppelten Achsen zusammengefasst wurden. Ja, was wir hier sehen, ist ein Nahgüterzug, der jetzt hier rangiert. Die Aufnahmen. Ich werde das also jetzt hier mal ein bisschen abkürzen. Die Aufnahmen sehen wir dann mal noch in einem anderen Video, weil ich hier mal einen kompletten Rangiervorgang aufgenommen habe und wollen ja mal ein Betriebskonzeptvideo machen. Ja, und dann haben wir als letzte Sequenz des heutigen Tages hier wieder unsere Baureihe 91. Auf der Nebenbahn, die hier ihre Kreise zieht. Jetzt noch viele, viele Fotos. Hier wieder den vorhin genannten vierte Klassewagen. Und ein paar neue Sequenzen aus dem, oder nicht Sequenzen, sondern ein paar Bilder, ein paar Ausschnitte, ein paar Nahaufnahmen, ein paar Szenen, die sich da die Modellbahner ausgedacht haben, die sie dann hier auf ihre Module gebaut haben. Hier haben wir natürlich wieder diese Holzverladung in Kronwerk vor uns, die also finde ich sehr, sehr schön gemacht ist. Dann haben wir hier Dachpappe, die bunte Verpackung passt nicht so ganz in die Epoche, aber das ändert man dann irgendwann sicher noch. Dann brennt hier und da auch mal ein Lämpchen, ein schöner Garten. Da hat es mir der Holzstapel ein bisschen angetan, eine Verladung, Kies oder Schotter oder was auch immer. Die nächsten Gärten. Da gibt es, weiß ich nicht, wie viele Möglichkeiten da das zu gestalten. Und man findet dann also auch immer wieder kleine Szenen, die ja, begeistern. Rasenstelle. Das ist auch ein Phänomen, wo ich gar nicht weiß, ob das heute, inwieweit heute. Also ich kenne das aus DDR-Zeiten noch, da hat fast jeder auf dem Land Hasen gehalten. Also Kaninchen, nicht Hasen. Brücke hatte ich auch schon erwähnt. Da ist bloß die komische Routeleitung, die unter anderem Telefon und die Uhren steuern. Die ist da verlegt. Hier haben wir nochmal das Schaltpult von Bildhausen. Na, Schaltpult ist das falsche Wort, ne? Stellwerksmechaniker. Mechanische. Hier dann auch mal Bildhausen, die Sandverladung. Das hatte ich auch noch nicht gesehen hier mit diesem Weintraubengefäß auf dem Wagen. Der Imker. Und hier dann noch mal die Gleise vom Schattenbahnhof und eine Gleissperre. Der kleinste Bahnhof im Arrangement, vielleicht sogar der kleinste Bahnhof im Fremo, ich weiß es nicht. Ja, und dann haben wir noch dieses Thema jetzt zum Schluss. Und zwar haben wir hier jetzt ein,
Ja, Freds ohne Kabel. Die sind also nicht abgefallen, sondern das sind Freds, die also hier per Wi-Fi funktionieren. Was wir dort getestet haben mit insgesamt 30 Stück. Also bei uns in der Operation waren 10 im Einsatz, weil Woche 3 hatte 20. Und das hat wunderbar und ohne Fehler funktioniert. Das hat mich begeistert. Der normale Modellbahner zu Hause ist es ja nichts Neues. Aber es ist natürlich was Besonderes, dann in so einer riesengroßen Halle dann mit 30 so einen Reglern dann zu agieren. Na, das ist dann schon ein kleiner Unterschied. So, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Für den ersten Teil. Wir sehen uns dann im zweiten Teil, wo ich jetzt nicht weiß, ob er nächste Woche oder übernächste Woche kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, einen schönen guten Abend und macht was draus.